Moins, liebe Natur- und Pilzfreunde. Heute sind mal wieder euer Paulchen und euer Paule unterwegs im Wald. Wir machen mal wieder eine kleine Pilzsuche. Und hier haben wir schon einen gefunden. Ja, ich glaube zwar, dass die Funde nicht so riesig ausfallen werden, aber vielleicht können wir euch doch ein paar schöne Funde präsentieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, Pilzfreunde, die ersten Funde, die wir jetzt machen auf unserer heutigen Tour, sind hier zwei Ockertäublinge, die direkt aus dem feuchten Moos rausspitzeln. Ja, also oberflächlich ist schon wieder ein bisschen angetrocknet, aber unten ist alles dank starker Regenfälle eigentlich relativ feucht. Und ja, der Ockertäubling, ein sehr oft vorkommender Pilz in unserer Region. Allerdings würde ich ihn nicht in die Pfanne wandern lassen. Ich habe das ja schon mal erklärt mit den Pilzen. Der Speisewert ist also nicht so hoch und ja, ist eher so ein Notpilz vielleicht mal für schlechte Zeiten, aber bei mir ist und wird da, ist er noch nie in die Pfanne gewandert und das wird er auch nicht. Nun, hier haben wir jetzt auch noch einen ganz interessanten Burschen entdeckt. Da haben wir vorher schon mehrere gefunden. Der hier ist aber so in der Größe, wo man den durchaus mal entnehmen und vorzeigen kann. Hier haben wir den sogenannten Rettichhelmling und da riecht jetzt gleich mal schön dran, Schatzi. Warte, ich mach mal noch ein bisschen hier. Drück mal noch ein bisschen, riech mal dran. Was findest du, nach was der riecht? Kartoffel. Kartoffel? Riecht der nicht ein bisschen nach Radieschen? Ich finde eine rohe Kartoffel. Okay. Naja, die Geruchssinne sind scheinbar auch verschieden. Also normalerweise riechen die Pilze hier leicht so rettichartig. Ja, also ich finde jetzt wirklich leicht nach Radieschen. Also wie wenn man halt so an einem frischen Radieschen riecht, jetzt nicht gerade wenn sie aufgeschnitten sind, da sind sie natürlich schon stärker vom Geruch. Der Rettichhelmling, ein ungenießbarer Kollege, der sollte also auch nicht in die Pfanne wandern, einfach nur mal so zum Zeigen. Ja, hallo meine lieben Pilzfreunde. Wir sind hier gerade einen Hügel hochgegangen und jetzt sehen wir hier gerade ganz versteckt den Trompetenpfifferling. Ja, richtig fies getarnt, ja, und das, Leute, ist heute dann wirklich unser erster richtig schöner Speisepilzfund. Ja, ich hoffe, die schauen auch so toll aus wie hier von oben. Boah, schau dir das mal an. Richtig schöne Exemplare. Und vom Trompetenpfifferling. Wahnsinn. So müssen sie sein. Vorzeigeexemplare. Aber die Leg sie dir mal dahin, Kameramann. Und die kleinen, was machen wir mit denen? Ja, die sind jetzt einfach mit dran, das habe ich ja nicht gesehen. Normalerweise lässt man so kleine Exemplare ja stehen. Aber die sind jetzt mit rausgewandert, deshalb wandern sie natürlich dann auch mit in die Pfanne. Ja? Loch wieder gut verschließen hier unten und die leckeren Pilze einpacken. Ja! Und es ist ganz gut, dass wir jetzt hier nebenan gleich noch einen Verwechslungspartner zeigen können, auch wenn die Pilze jetzt hier nur sehr, sehr jung sind. Aber der Hauptverwechslungspartner, denke ich mal, gerade mit den Trompetenpfifferlingen, sind die Gallertkäppchen, ja. Das grün-gelbe Gallertkäppchen oder Gallertköpfchen. Und da haben wir jetzt hier so eine Gruppe gefunden. Ja, und so auf den ersten Blick könnte man ja wirklich meinen, oh, das sind schöne junge Trompetenpfifferlinge, ja. Es handelt sich aber hier um diese Gallertkäppchen. Und wie gesagt, der Pilz ist giftig. Also hier wirklich genau untersuchen, ob die Pilze Leisten haben, die wirklich weit den Stiel hinablaufend sind. Und sich einfach kundig machen, schaut am besten nochmal im Internet nach, ein Vergleichsvideo dazu oder auf 1, 2, 3 Pilze, das kann ich nur empfehlen. Schaut euch mal die wunderschönen, saftigen Allgäuer Wiesen an. Herrlich, oder? So, meine lieben Natur- und Pilzfreunde, mein Papa, der hat mich gerade gerufen, jetzt werden wir mal gucken, was er hier gefunden hat. Ja, schau mal her. Also es ist zumindest ein bisschen was zu finden, ja, auch wenn nicht alles essbar ist. Aber guck mal, hier kommt ein wunderschöner Täubling aus dem Boden. Wenn wir jetzt aber, ich habe jetzt keine Lust da Geschmacksproben zu machen und so weiter, kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen, um was es sich handeln könnte.
Wieseltäubling ist es nicht, Frauentäubling ist es nicht, ja. Müsst ihr jetzt eine Geschmacksprobe machen, habe ich aber jetzt keine Lust. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, das ist schwierig bei Täublingen, das immer zu unterscheiden, weißt du? So, und hier drüben, guck mal, was da aus dem Boden rauskommt. Kannst du das sagen von oben? Die haben wir schon öfter mal gefunden. Ja, man könnte ihn theoretisch mit dem Pantherpilz verwechseln. Aber was haben wir denn schon öfter mal gefunden, die so rötlich sind? Speisepilze. Warte. Kommst gerade nicht drauf? Hier haben wir einen schönen Perlpilz. Ne? Ah, stimmt. Genau, und jetzt müssen wir mal gucken, weil die Pilze sind ja leider oft sehr verwurmt und madig. Aber der fühlt sich doch durchaus noch fest an, jawohl. Hier unten habe ich jetzt mal ein Stück abgebrochen. Der ist also wurmfrei, ja. Keine roten Madengänge drin. Und ein wunderschönes Exemplar, ein nettes, knackiges Kerlchen. Und der kommt natürlich mit ins Körbchen. Ganz genau. Ja, und keine 5 Meter sind wir jetzt weitergegangen. Schon finden wir den nächsten Perlpilz. Mal gucken, ob er der auch ohne Maden ist. Wenn ja, dann kommt er natürlich auch in unser Körbchen. Oh, seht ihr? Das ist jetzt genau das, was die meisten sind. Sehr, sehr wurmstichig. Überall diese Madengänge, die dann auch innen das Fleisch rot färben. Und im Gegensatz zu dem anderen ist der noch knackig, aber nicht mehr knackig. Was man jetzt hier nur zeigen kann, ja, wie sich die Burschen auch wirklich mal, wie die unterschiedlich aussehen können. Beides Perlpilze, dennoch eine ja, andere Hutfarbe. Ja, der eine hier wesentlich heller, der andere etwas dunkler. Auch vom Stiel her, ja, hier ist die Manschette auch schon am Stiel anliegend. Hier ist die Teilhülle noch fast geschlossen. Also man sieht, auch das Farbspektrum des Perlpilzes kann durchaus variieren. Allerdings müssen immer diese Rottöne vorhanden sein. Und ich blende euch jetzt hier oben noch einen Videovorschlag ein. Ich habe den Perlpilz ja schon mal separat in einem Pilze kurz erklärt beschrieben. Den lassen wir natürlich da. Den packen wir wieder ein. Jetzt ist es wirklich super, Leute, dass wir euch zumindest ganz viele verschiedene Pilze auch zeigen können, ja, mehrere Arten. Und hier haben wir jetzt Glück gehabt und so einen ganzen Streifen hier an Champignons gefunden. Willst du da oben mal kurz hinfilmen, ja? Ja, die meisten leider schon etwas älter, aber wir werden mal gucken. Und ich habe auch schon gerade dran gerochen. Es handelt sich hier also um Anis-Champignons. Die haben also einen ganz starken, ja, würzigen Geruch, mein Sohnemann hat auch gerade gesagt, ja, so richtig würzig und es ist so wie Lakritz oder wie, kennst du natürlich noch nicht in deinem Alter, wie ein Uso, ja, das ist ein alkoholisches Getränk und also ein wahnsinniger Geruch nach Anis, den die hier verströmen, die Anis-Champignons und ja, die zwei Burschen, ich denke mal, den hier können wir vielleicht noch mitnehmen und vielleicht noch einen aus der oberen Gruppe. Nun, also es ist jetzt doch hier eine reichliche Ausbeute geworden, ja, nach genauem Durchsehen. Und die Pilze sind also alle nur knackig, die wir hier raus haben. Wir haben jetzt auch viele Pilze hier nur stehen lassen. Ja, oben hier die älteren, dann auch noch ein jüngeres Exemplar, hier unten noch ein ganz altes. Ja, damit auch Pilze da sind, die noch in Ruhe aussporen können. Ja, und die hier nehmen wir mit. Und falls ihr euch gerade wundert, warum der eine hier oben so schwarz ist, das ist also nicht vergammelt oder irgendwie kaputt, sondern der stand einfach unter einem anderen Champignon drunter und wenn die älter werden, die Lamellen dann vom Rosa ins Bräunliche gehen, sich die Sporenpulverfarbe bildet, die Bräunliche, dann fällt die natürlich auch mal auf die Hüte. Also das kann man einfach zu Hause vielleicht nochmal mit einem feinen Pinsel dann abbürsten. Das ist also nicht giftig, sondern es schaut halt einfach bloß nach Erde aus, ja, sozusagen. Ja. Mein Sohnemann ist hier hochkonzentriert. Am Pilze putzen. Ja, vielleicht ganz leicht. Ja, wir schauen auch gerade, ob die Pilze madig sind und putzen sie etwas vor. Aber ich denke mal, das passt. Also hier ist nichts drin. Ja, tust du schön vorputzen. Oh, jetzt ist er leider abgebrochen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Auch hier kann man sehen, dass keine Maden drin sind. Genau, ein bisschen abbürsten. Wir haben ja das gute Werkzeug. Kann man auch mal hier ein bisschen Werbung machen. Ja. Für den Online-Kanal, die Online-Website von Bernd, von unserem Pilzfreund Snokri. Schaut doch da mal drauf. Mal googeln nach Snokri Online-Shop. Da gibt es auch das entsprechende Zubehör für alle Pilzfreunde. Gerne, dann tun wir noch ein bisschen weiter putzen und dann packen wir sie schön ins Körbchen. So, jetzt sind wir ein kleines Stückchen gelaufen und schon, also ich nehme mal an, es ist ein Rotfußröhrling. Richtig.
Oh, haben wir doch haben wir jetzt zwei Stück gefunden. Pilze gefunden. Allerdings ist der hier nicht mehr so gut. Schau mal, der ist schon ganz matschig. Ja, da verspreche ich mich schon mit matschig. Wie Wackelpudding. Weil der so, ja, echt wie ein Schwamm, ja. Aber der hier, der ist nur gut, ja. Der ist so etwas feucht, etwas nass, aber der ist auf jeden Fall nur fest und knackig. Und der wandert auch mit in unser Körbel. Juhu! Na, was schaust du so glücklich? Ja, wir sind weitergegangen und was finden wir? Eine Riesenmarone. Jetzt werden wir doch mal gucken, ob sie madig ist. Da sind wir hoffentlich gleich richtig glücklich, oder? Ja. So vorsichtig rausdrehen, gell? Naja, so naja. Schlecht sieht er gar nicht aus. Ein bisschen angemampft hier der Schwamm, aber den kann man ja abmachen. Ja. Guck mal, ob der Pilz noch fest ist. Ist ein bisschen drücken. Oh, der Stiel ist ja richtig fest, wie ein Stein. Mhm. Und dann oben kann man immer so einen Test machen, wenn man mit dem Finger reindrückt, schau, und das federt wieder so zurück, ja, oder geht relativ schnell wieder nach oben, dann sind die Pilze eigentlich noch gut, es sei denn, sie sind jetzt ganz durchnässt vom Regen, da kann das natürlich auch mal so sein. Und das ist hier bei dem so, Klopftest, guck, ja, wie eine gut gespannte Trommel, ja, und den packen wir natürlich jetzt erstmal ein, ins Körbchen, wird ein schöner Essen. Großer Maronenröhrling, oder? Das wird ein schönes Essen. Hoffentlich gibt es Nudeln dazu. Packen ein. Am Wegesrand haben wir jetzt hier noch zwei schöne Perlpilze stehen sehen, die hier aus dem Moos rausspitzeln. Und naja, der obere, denke ich mal, der ist nichts mehr. Nee, der ist auch schon relativ weit von Schnecken angeknabbert. Aber der untere hier, der fühlt sich eigentlich noch ganz stabil und fest an. So entnehmen. Ja, wobei ich hier auch leider schon wieder einige Madengänge entdecken kann. Ich werde ihn gleich mal noch anschneiden. Ja, und zu meiner Überraschung und Freude natürlich ist der Bursche hier doch nicht verwurmt. Ja, man sieht also bloß diese innere, ja, teils so ausgehöhlte Stielstruktur. Das sind also keine Madengänge. Der Pilz hat keinen Madenbefall. Da haben wir Glück gehabt. Und den packen wir auch mit ein ins Körbel, oder? Ja! Ein herrlicher Tag, wunderbarer Sonnenschein. Und hier kommt mein allergrößter Sonnenschein. Moinsen! So, ihr wisst ja, wir haben ja schon viele Sachen gezeigt und es sieht ja nicht so schlecht aus und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir viel Glück hatten. Hier haben wir jetzt nämlich zum Beispiel wieder das klebrige Hörnchen gefunden. Also es ist wirklich sehr schön, wie viele verschiedene Pilze wir euch heute hier auch im Wald zeigen können auf unserer Tour. Ja, hier zwei weitere Exemplare, da musst du jetzt allerdings noch etwas genauer nachschauen. Ja, das war mir jetzt also auch hier auf den ersten Blick nicht möglich, die gleich zu identifizieren. Und zwar haben wir hier Waldchampignons, ja, Waldegerlinge. Und dieses jüngere Exemplar hier, das schaut also nur ziemlich gut aus, ist fest und knackig. Und den werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Zu Hause wird er allerdings nochmal ganz genau bestimmt. Da werde ich auch nochmal in der Pilzliteratur recherchieren und im Internet, dass wir auf der sicheren Seite sind, weil das Bestimmen von Champignonarten teilweise wirklich sehr, sehr schwierig ist. Teilweise auch nur über den Geruch oder dann entsprechend unter dem Mikroskop möglich ist. Und deshalb werde ich diesen Freund jetzt erstmal mitnehmen, aber vorsichtshalber daheim nochmal genau untersuchen. Hier haben wir jetzt noch einige Exemplare aus der Familie der Schwarztäublinge. Allerdings haben die keinen hohen kulinarischen Speisewert, deshalb bleiben die Pilze hier im Wald. Und wenn wir schon keine Steinpilze heute finden, dann kann ich euch zumindest noch den klassischen Verwechslungspartner Nummer 1 hier zeigen, den ungenießbaren, ja, richtig eklig schmeckenden Gallenröhrling, der also auch Magen-Darm-Probleme verursachen kann. Habe ich mal ein extra Video dazu gemacht. Ich blende es hier oben mal ein, wie man den Gallenröhrling erkennen kann.
Fische hier im Wasser. Schön hier. Eine kleine Eidechse. Papa, die hat mich angeguckt. Wir lassen dich gleich wieder in Ruhe. So Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause und davor wollen wir euch natürlich noch den Fund des heutigen Tages präsentieren. Also wir haben hier einmal die Marone, dann haben wir den Trompetenpfifferling gefunden, den Anis-Champignon war auch mit dabei, ein sehr guter Fund, dann den Perlpilz, den Rotfußröhrling und natürlich den Waldchampignon, aber da werden wir zu Hause nochmal nachgucken. Genau, da schauen wir nochmal schön nach, gell, weil man beim Pilzesammeln immer hundertprozentig sicher sein muss, was in die Pfanne wandert. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann muss man halt leider wieder wegtun. Gell? Ja, also nochmal genau nachschauen zu Hause und auch für alle Anfänger, die es immer noch nicht wissen, bitte geht notfalls zur Pilzberatungsstelle, zu einem Pilzsachverständigen, Pilzberater, lasst euch beraten bei eurem Fund. Ansonsten, liebe Natur- und Pilzfreunde, ich verabschiede mich schon mal. Ciao, tschüss, pfiat euch, euer Pauli. Und das Schlusswort hat mein Sohnemann für den heutigen Tage. Tschüss natürlich auch von mir, von eurem Paulchen. Und was ich auch noch sagen wollte, ihr könnt uns gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja. Und viel Glück beim Pilzesammeln. Genau, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi. Tschüss.